ich bin Diego und ich mache Interviews über American Football. Wie heißt du? Kian Peider. Schöner Name. Wie heißt du? Ron Bochnick. Auch schöner Name. Wieso spielst du Football? Weil mein Papa drauf gekommen ist, dass es cool ist und dann wollte ich auch Football spielen. Auch schön. Wieso spielst du Football? Weil meine Mama das drauf gekommen ist, ich soll eintreten, dann wollte ich auch eintreten. Wann geht ihr immer so los? Ist es früh oder spät? Keine Ahnung. Und bei dir? Nach der Kita gehe ich immer. Nach der Kita? Ja, früh. Wieso spielst du gern für die Bears? Weil ich da Freunde gefunden habe und die cool sind. Okay, wieso spielst du gern für die Bears? Weil ich da auch Freunde gefunden habe und das ist cool. Was macht dir besonders Spaß an Football? Das Rennen und diese kleinen Schritte und die Cuts und das Fangen. Könnt ihr uns erklären, wie die Regeln sind beim Football? Wenn unser Trainer pfeift, dann müssen wir immer wieder zurückgehen. Okay, und was ist deine Meinung? Wenn der pfeift, ist es immer aus. Okay. Okay, wie ist das Gefühl zu gewinnen? Keine Ahnung. Wie findest du, wenn du gewinnst? Das ist mir egal. Okay, was ist euer Siegestanz, wenn ihr gewonnen habt? Lock my dab. Wollt ihr mal für uns vortanzen? Ja. Zeig mal. Lock my dab. Macht ihr mal zusammen? Hallo, ich bin Jenny Lee und ich werde den beiden Kindern ein paar Fragen stellen über American Football. Wie alt bist du? 6. Und wie heißt du? Nathan. Wie alt bist du? 4 Jahre alt. Und wie heißt du? 4 Jahre alt. Okay. Pauli. Heißt Pauli, okay. Wie lange seid ihr hier? Weiß nicht so lange, also ich bin schon ganz lange hier, aber schon sein Vater ist Coach und ich bin schon lange hier. Und wie lange bist du hier? Wenn ich das Papa immer trainieren. Achso, okay. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, hierher zu kommen? Weil es so cool ist, weil einmal habe ich, also meine Mutter hat mich hier angemeldet, da fand ich es cool, dann wollte ich das machen. Und wie ist dir die Idee, hierher zu kommen? Wenn ich Ball fange. Und macht es dir Spaß, hier zu spielen? Ja, es macht richtig Spaß, weil es gibt so ein Lieblingsspiel, Cops und Gangsters. Das mag man voll. Und macht es dir auch Spaß? Ja, auch Spaß bin ich das an der Krankenhaus gewahr. Wie ist euer Siegertanz? Willst du auch uns mal zeigen, wie euer Siegertanz ist? Ja, aus meiner Puppe bin ich zu Hause tanz. Ah, du machst, also er macht zu Hause der Tanz. Dankeschön, dass ihr mir die Fragen beantwortet könnt. Hallo, ich bin Diane Lee und ich werde die Kleine, die hier gerade neben mir sitzt, ein paar Fragen stellen. Wie heißt du? Linnea. Wie alt bist du? Okay, sie ist 4. Würdest du gerne auch hier mitspielen? Nein. Macht es dir nicht Spaß? Wieso? Weil das einfach keinen Spaß macht halt. Okay. Kannst, mit wem bist du hier?
Mit Mama, Papa, du, also mein Bruder. Okay, zeig mal ein Ticket. Leg mal deine Tasche ab und zeig bei ihm wieder ein Ticket. Aber hier oben, okay? Los. Wow, echt toll. Toll gemacht. Also ist das Spiel hart? Also ja, es ist hart, aber nicht so hart, wie man denkt. Was ist deine Meinung? Ach ja, auch so. Also wenn man weiß, wie man es macht, dann ist es eigentlich ganz leicht. Okay, was du gerade da anhast, ist das gemütlich oder ungemütlich? Eigentlich gemütlich. Und bei dir? Eigentlich auch gemütlich. Was macht ihr denn, wenn ihr einen Foul habt? Also müsst ihr dann ein paar Liegestütze machen oder so? Also wenn wir einen Foul haben, also im Spiel oder Training nur? Also im Spiel. Also im Spiel sagen, wenn wir Strafen kriegen, müssen wir eigentlich nichts machen. Keine Liegestütze, einfach Schwamm drüber. Ach so. Okay, macht es euch Spaß, hier zu spielen? Ja, ja. Manchmal, ja, ja. Und ihr? Ja. Ja. Wie ist eure Siegertanz? Weiß ich noch nicht so. Du? Ich weiß schon meinen, aber warum denn? Warum denn? Willst du es uns zeigen? Cool. Wie funktioniert das Spiel? Man muss. Das Spiel funktioniert so: es stehen immer fünf in der Defense und fünf in der Offense. Und dann steht da so ein Center und ein Nose-Tackle. Und der Center hat den Ball in der Hand und snappt den nach hinten. Und dahinter, also steht so 5 Yards hinter ihm, steht so jemand. Und der sagt dann Down, Set, Hat. Und der kriegt dann den Ball. Und er wirft dann. Oder passt ihn dann irgendwo hin. Hast du schon mal einen Touchdown gemacht? Ja, einen. Ja, einen. Und du? Ja, zwei. Wow. Das ist schwer, einen Touchdown zu machen, ne? Mhm. Für dich? Ja, kommt drauf an, wie man es nimmt. Ja. Danke schön, dass ihr mir die Fragen beantwortet habt. Tschüss. Wie heißt du? Luca. Wie heißt du? Rico. Wie alt bist du? 12. Wie alt bist du? 12. Macht es euch Spaß, das Spiel? Ja. Wie macht es dir Spaß? Ja. Wieso macht es dir Spaß? Ich habe darauf eigentlich gar keine Antwort. Es macht mir einfach Spaß zu laufen und ja, es macht mir einfach Spaß, mit Freunden hier zu sein. Und bei dir? Also es macht mir die Art und Weise Spaß. Es macht mir Spaß, die Leute jetzt sozusagen umzuhauen, wenn ich es schaffe. Und ja. Okay, in welchem Verein spielst du? Berlin Bears. Und du? Auch in den Berlin Bears. Was magst du am meisten bei den Berlin Bears? Die Tribüne. Und du? Das Spielfeld und generell die Umgebung. Magst du auch einen anderen Sportart außer Football? Ja, Fußball. Und du? Basketball. Ist die Uniform, die du hast, gemütlich? Manchmal, aber manchmal nicht, weil sie auch manchmal sehr eng ist. Und bei dir? Ja, ich finde sie bequem, außer der Helm ist es manchmal ein bisschen anstrengend, ihn zu tragen, aber sonst alles bequem. Ist dein Lehrer streng? Ja, sehr streng sogar. Und deiner? Also ich habe mehrere, es gibt welche, die sind streng und welche, die sind nett, also unterschiedlich. Also es ist unterschiedlich. Könntest du mir verraten, wie das Spiel geht? Und zwar, es gibt eine Offense und eine Defense. Ja. Und wenn die Offense versucht,
ein Touchdown zu machen. Also das ist dann komplett durchzurennen, ohne zu Bogen gerissen zu werden. Und die Defense muss sowas verhindern. Okay, und deine Meinung? Also es gibt ja zwei Mannschaften und eine Mannschaft ist dann halt Offense und Defense. Und die Offense versucht, den Ball in die gegnerische Endzone zu tragen und die Defense versucht, sie aufzuhalten. Okay. Ich heiße Julian. Und wie alt bist du? Ich bin 11 Jahre alt. Wie heißt du? Arek. Wie alt bist du? 9. Wie lange spielt ihr hier schon im Spiel? Also, es ist unterschiedlich, wann man kommt. Also, ich bin seit letzter Season dabei. Also, seit letztes Jahr. Und du? Auch seit letztem Jahr. Wie seid ihr immer in der Position, wenn ihr spielt? Also, ich bin Cornerback. Ja. Willst du mir mal dieses Cornerback zeigen? Also, Cornerback, du deckst den Right Receiver. Dem Right Receiver wird der Ball zugeworfen. Und den muss ich decken. Ich kann versuchen, den Ball abzufangen und muss ihn decken. Wenn er ihn fängt, muss ich ihn tackeln. Mhm. Und du? Running Back. Da muss man sich halt vorkämpfen und Touchdowns machen. Und wie oft hast du einen Touchdown gemacht? Ich habe noch nie einen gemacht, weil ich bin ja nur Defense. Und leider gibt es keine Interception-Touchdowns mehr, weil das in den Regeln jetzt verboten ist. Und du, wie viele Touchdowns hast du gemacht? Ich zähle das nie mit. Ist eure Liga streng? Also nicht ganz, aber ja, er ist schon ein bisschen streng. Wenn wir Quatsch machen, machen wir Kondi-Einheiten. Und bei dir? Ja, genau so. Wie ist eure Tanzposition, wenn ihr gewonnen habt? Also, entweder machen wir Roboter, weil man darf das eigentlich gar nicht. Das wäre dann ein unsportliches Verhalten. Es wäre unfair gegen anderen gegenüber, weil die fühlen sich dann gestresst und kommen dann aus der Rolle raus. Das wäre ein bisschen unfair. Willst du mir mal diesen Roboter zeigen? Echt cooler Siegertanz. Willst du mir mal den Roboter zeigen? Hallo, ich bin Diego und ich mache Interviews über die 4. Wie alt bist du? Ich bin 11. Ich bin 11. Ich bin 10. Ich bin 11. Wie heißt ihr? Ich heiße Tyron. Ich heiße Philipp. Ich heiße Nino. Ich heiße Cedric. Was magst du besonders an Football? Ich mag am Football erstens, man kann jemanden wehtun. Und ja, eigentlich nur das. Also mir macht es einfach nur Spaß und ja. Also Football macht mir Spaß, weil man da, wenn man Wut hat, die einfach rauslassen kann und halt auch Leute wehtun kann. Dass es halt diesen bestimmten Teamgeist gibt, dass jeder miteinander ist und nicht gegeneinander. Wie bist du auf die Idee gekommen, Football zu machen? Also ich habe ein Spiel gesehen. Ich weiß nicht mehr, gegen wer da gespielt hat, aber es war so cool, dass ich dann auch, ich habe zu meiner Mutter dann gesagt, ich möchte auch Football spielen. Bei mir war es so, dass ich so YouTube-Videos geguckt habe und ja auch Spiele dann und dann wollte ich auch einfach Football spielen. Also ich bin halt durch meinen Bruder, er hat schon gespielt und da wollte ich halt auch unbedingt spielen. Und da war auch gerade der Coach an dem Tag da und da haben wir dann gleich Bescheid gesagt. Also ich habe es durch meinen Vater kennengelernt, der meinte mal, guck mal beim Probetraining und ich fand es auch ganz cool. Ist die Uniform unbequem? Es kommt drauf an, was für ein Wetter ist. Wenn es jetzt so wie heute warm ist, dann quält man sich. Aber wenn es nicht so, also wenn es so lauwarm ist, dann ist es schon angenehm. Also manchmal ist es ja angenehm und manchmal ist es halt unangenehm, wie er schon gesagt hat. Also ist bestimmt Wetter so. Also ich finde das Gleiche, es kommt auf dem Wetter an. Wenn es jetzt zum Beispiel regnet, dann lässt sich, glaube ich, die Uniform, also das Jersey, ganz schön schwer lassen. Also es ist angenehm, wenn es ein kleines Windchen mal vorbeikommt,
Aber wenn du ja zu viel Regen hast, dann wird das Jersey schwer. Und wenn es halt sehr warm ist, dann ist unter dem Helm sehr warm. Was ist dein Vorbild über Football? Also ich bin ja so D-Liner und ich habe auch die Nummer von ihm in Wilfork. Mein Vorbild ist Cam Newton. Mein Vorbild ist Brian Urlacher. Mein Vorbild ist auch Cam Newton. Magst du auch eine andere Sportart außer Football? Also ich mache es jetzt nicht im Verein, aber ich spiele auch so manchmal mit Freunden Fußball. Eigentlich mag ich nicht so gerne andere Sportarten. Also Fußball eigentlich nur. Also ich eher Fußball und Basketball. Bist du aufgeregt vom Spieltag? Ja, da habe ich auch manchmal so ein bisschen Kopfschmerzen, weil ich Angst habe, dass wir verlieren. Also bei mir geht es. Wenn wir heimspielen, habe ich eigentlich nicht so viel Bauchschmerzen, aber wenn wir dann auswärts spielen, doch schon ein bisschen, ja. Also ich finde es genauso wie die, ich habe auch öfters Bauchschmerzen und ja, ich bin halt auch öfters aufgeregt, wenn es heim ist oder auswärts. Also bei mir ist es so, ich habe auch eine bestimmte Verantwortung und das ist, dass man auch nervös, ob man jetzt alles richtig macht oder alles falsch macht. Habt ihr einen strengen Trainer? Ja, also der Head Coach schon, aber so mein Trainer, nee, der ist ganz gelassen. Also ich habe ja mehrere eigentlich. Also ich habe zwei, also der eine ist ganz cool, der andere ist so ein bisschen strenger und der Rest ist halt so, naja, halt ist so locker gechillt. Also ich finde den Head Coach auch streng und sonst finde ich eigentlich alle andere gechillt. Es hängt halt auch von dem Spieler ab, wie du dich benimmst. Benimmst du dich jetzt doof, ist der Coach natürlich streng mit allen. Benimmst du dich aber gut, ist der Coach gelassen und wir können Spaß machen mit ihm und alles. Was ist euer Siegestanz immer? Macht ihr mal alle vor. Aufstehen. Ja? Okay, eins. Okay, das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und euch auch. Ja. In welcher Position spielt ihr? Quarterback. Du? Wide Receiver. Okay. Ist euer Trainer streng? Unser Head Coach ist ab und zu auch mal streng. Und ja, mit dem trainiere ich auch immer. Und du? Und der Head Coach auch, aber die anderen sind eigentlich so gelassen. Okay, welche Gruppe seid ihr? Ich bin in der C-Jugend. Und du? Auch in der C-Jugend. Okay, was ist die C-Jugend? Es gibt bestimmte Altersklassen, die ganz klein sind im Bambini-Flag, die von 10 bis 14 sind in der C-Jugend und so weiter. In welcher Position spielt ihr? Quarterback. Du? Wide Receiver. Okay. Ist euer Trainer streng? Unser Head Coach ist ab und zu auch mal streng. Und ja, mit dem trainiere ich auch immer. Und du? Und der Head Coach auch, aber die anderen sind eigentlich so gelassen. Okay, welche Gruppe seid ihr? Ich bin in der C-Jugend. Und du? Auch in der C-Jugend. Okay, was ist die C-Jugend? Es gibt bestimmte Altersklassen, die ganz klein sind im Bambini-Flag, die von 10 bis 14 sind in der C-Jugend und so weiter.